Ja, hallo alle zusammen. Einen ganz liebevollen Tag wünsche ich. Ja, es geht heute darum, sein Leben irgendwem anzuvertrauen oder das Leben eines geliebten Mitmenschen irgendwem anzuvertrauen. Ja, wir tun das sehr viel in unserem Dasein. Also es fängt alleine damit an, dass wir einer Industrie, der wir nicht vertrauen können, unsere Nahrungsmittelproduktion übergeben haben. Und Essen und Leben hat ja nun auch schon als Mensch eine Menge miteinander zu tun. Wir haben uns abgewöhnt zu hinterfragen, wer ist das, dem ich da sowas Wichtiges wie meine Nahrungsmittelproduktion anvertraue? Oder wenn es um das Leben eines geliebten Mitmenschen geht, wer sind diese Menschen in dieser Schule, wo ich mein Kind 10 oder mehr Jahre hingebe, die auf mein Kind einwirken und mein Kind mit Gedanken voll pumpen. Die meisten Eltern kennen die Lehrer gar nicht. Ich würde es niemals tun, wenn ich den Lehrer meines Kindes praktisch gesehen nicht persönlich kennen würde, dann würde ich auf gar keinen Fall mein Kind dort lassen. Auf gar keinen Fall. Weil das ist ja wohl das Wichtigste überhaupt, dass ich den, der mein Kind unterrichtet, in irgendwas persönlich kenne, dass ich mich also auch darauf verlassen kann, dass dieser mir sofort Bescheid gibt, wenn irgendwas nicht mehr liebevoll läuft bei meinem Kind oder bei dem Kind, welches ich großziehe. Besser gesagt, Eigentumsverhältnisse sind ja noch lange nicht geklärt. Und so geht das dann weiter, dass das Christentum im Normalfall fordert: Übergib dein Leben blind unserem Gott. Und wenn du das nicht tust, dann wird er dich für alle Ewigkeiten in die Hölle werfen. Und ich habe schon mit sehr, 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 sehr vielen Christen live gesprochen, telefoniert, gechattet über WhatsApp oder Messenger von Facebook oder auf Facebook über Kommentare kommuniziert. Also ganz viele, ich würde sagen, es waren mehrere tausend schon. Und es war immer wieder das gleiche Ergebnis, dass sie diesen Gott anscheinend überhaupt gar nicht richtig kennen. Wo sie doch anraten, dass ein jeder schnell sein Leben diesem Gott übergeben solle. Ich habe mich auch zur gleichen Zeit bequemt, es mal so intensiv in der Bibel nachzulesen, so zu handeln, wie das da steht, also zu versuchen, immer das Gute zu vollbringen, loszulassen von jeglichem Besitzdenken, Vergebung zu üben an alle Menschen und alle Wesen, und mir selber vor allem. Und mich redlich bemühend, den Zorn in mir unter Kontrolle zu halten und liebevoll zu handeln, den Zorn in mir zu füttern mit Nächstenliebe. Ja, und habe dann auch in der Bibel gelesen, ganz viel, weil mich das mal interessierte, weil die Christen können mir ja immer ganz schlecht erklären, wer jetzt ihr Gott ist. Und dachte ich, vielleicht erfahre ich das, wenn ich die Bibel lese. Und da habe ich dann noch was ganz anderes Wichtiges erfahren, dass dieser Gott, den die Christen so blind vertrauen, das aber fordert, dass wir genauestens wissen wollen, wer er ist. Mensch könnte auch sagen, wer sie ist, weil er ist die Liebe selbst, die Wahrheit selbst, also das Licht. Er, sie, es, also alles. Und dieses Er, sie, es fordert nun, dass wir auf jeden Fall wissen wollen sollen, dass wir uns auf gar keinen Fall blind irgendwas übergeben sollen, höchstens im Notfall ganz zu Anfang, wenn das mit Vorstellungskraft noch ein bisschen hapert, dass man sich denkt, ah ja, da steht es ja, Gott ist die Liebe, ah ja, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm, aha, okay, das kann dann nichts Schadhaftes sein, wenn das die Liebe ist. Kann ich dann mal probieren, mich ganz zu Anfang sozusagen blind dem zu übergeben, mich auf die Knie zu wälzen und zu beten ganz viel und ganz viel Nächstenliebe getan zu tun und zu schauen, dass ich auch alles hübsch vergebe und nur noch in Liebe handle und dann ruckelzuckel meldet sich dieser Gott bei mir und gibt mir dann die Möglichkeit, dass ich erstmal alles verstehen darf. Diese Möglichkeit sollte ich auch nutzen, sonst ende ich im Christentum. Und die wissen dann ja nicht Bescheid, weil die wollten das ja nicht wissen, leider. Weil es zählt wie immer, bittet, so wird euch gegeben, wegen freier Wille. Vati möchte ja jedem, 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 einem, jedem
die Möglichkeit eröffnen, alles zu verstehen, um sich zu entscheiden, ah ja, möchte ich den lieblosen Weg weitergehen, so wie ich das gelernt habe von klein auf, oder möchte ich den liebevollen Weg der Wahrheit endlich gehen, ah ja. Das ist ja die Entscheidung, die ein jeder Mensch treffen muss, nichts anderes erst einmal. Und deshalb möchte dieser Gott unbedingt, dass wir wissen wollen, wer er überhaupt ist und warum wir überhaupt hier sind und wie wir denn wieder nach Hause kommen. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir ja auf dieser Erde hier nichts zu suchen, weil wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm irgendwie, und dass ihr ein bisschen knapp besät hier mit Liebe, also ein bisschen knapp besät mit Gott, also kann das nicht so richtig sein, wirkliches Wirkungsterritorium sein. Also scheint es sowas wie den Himmel, ein anderes Reich irgendwo zu geben, wo so ein Wirkungsterritorium ist, wo ich dann wohl auch hingehöre anscheinend, wenn er sagt, dass ich sein Kind sei. Und dieses Wissen wollen, das vermisse ich dann stark. Und wenn dann jemand wissen will, dann unterlässt er Folgendes, weil zu dem Wissen wollen gehört ja dann auch wieder so ein klein bisschen Glaube. Also es gibt diesen Gott, der will unbedingt, dass wir wissen wollen, wer er ist oder sie, die Liebe und die Wahrheit, der Gott ist, der das Licht ist. Also dieser Gott will unbedingt, dass wir in die Wahrheit kommen. Er sagt, er wohnt in eines jeden Menschen Herzen. Also brauche ich mir nur noch vorstellen, dass ich meine Gedanken in mein Herz schicke. Zu diesem Gott, zur Liebe. Haben auch vielleicht viele schon mal gespürt, wenn sich das Herz kurz geöffnet hat, dass dann so eine ganz starke, schon fast unerträgliche, reine Liebe einfließt. Aus dem Herzen direkt an den Körper, für viele ja unerträglich. Ja, das ist dieser Gott, den ich meine, der ist lebendig und möchte angesprochen werden praktisch. Wir stellen uns also vor, wir schmeißen unsere Gedanken in das Herz und sagen einfach Bescheid. Hallo du, ich möchte dich gerne kennenlernen. Ich habe gehört, du wohnst in mir und so weiter und so fort. Und du bist die Liebe selbst und ja, das gefällt mir. Ich möchte gerne mehr darüber wissen, wer du bist und warum ich denn überhaupt hier bin und was ich denn hier machen soll und ob es denn irgendwann auch wohl was Besseres gibt, bitte. Beweisen kann ich der Liebe das immer ganz einfach. Ob ich jetzt auf einem Weg bin, der das ernst meint, praktisch gesehen, irgendwie, dass ich wirklich wissen will, weil das, was unerlässlich ist, ist das Handeln. Ein Glaube ohne Handeln ist tot. Das heißt, wenn ich keine Nächstenliebe Taten tue, wenn ich nicht mein Leben danach ausrichte, dass ich gerne jetzt jedem, der mir über den Weg läuft, der irgendwie hilfsbedürftig ist und gerne Hilfe annehmen möchte, dass ich diesem auch gerne helfe mit allem, was ich habe, was ich bin, ohne Rücksicht auf Verluste, ganz uneigennützig und bedingungslos. So, wenn ich das tue, beweise ich diesem Gott, dass ich seine Kinder liebe und dass ich gerne in Liebe handeln möchte, und damit passt das dann. Da muss ich halt unbedingt wissen wollen und ein klein bisschen Vertrauen draufschmeißen, dass ich auch in kürzester Zeit dann Antwort bekomme. Da darf ich gleichzeitig Geduld üben, weil das merke ich dann richtig. Da kommen mir dann auch die Fragen in den Sinn. Dazu, wenn die Antworten zu den Fragen auf einmal in meinem Verstand auftauchen und so richtig dieses Gefühl, als ob man irgendwas, als ob es einem wieder einfällt, was länger entfleucht war, und dieses, ach, der Groschen fällt, hat man früher gesagt, dieses, ach so ist das, ja, ach so ist das, ach so. Ja, dieses Gefühl halt der totalen Erkenntnis, das kommt dann mit der passenden Frage dazu, damit Mensch auch nicht vergisst, wo es dazugehört. Und wenn wir uns darauf einlassen und im Internet zum Beispiel in den prophetischen Schriften, die Bertha Dude durch Jesus aufnehmen durfte oder so schauen, dann finden wir auch immer, wenn wir uns da so ein bisschen von Jesus leiten lassen, wenn wir das Internet dingsen und so, also Jesus praktisch das aussuchen lassen mit den Kundgaben, welche wir lesen. Wenn wir immer eine schriftliche Bestätigung diesem finden, und dann werden wir, wenn wir uns darauf einlassen und
ein bisschen loslassen von dem strammen Terminkalender des Tages und der Liebe ein bisschen unsere Zeit übergeben, dass sie uns durch die Gegend führen kann. Deshalb will sie uns ja auch versorgen. Dann werden wir das erleben, dass das wirklich das, was wir jetzt verstanden haben, auch wirklich so ist. Und das werden wir in unserem täglichen Leben dann erleben. So dass wir genauso uns wissen, ah ja, jetzt habe ich von innen her in meinem Verstand mit dem totalen, ach so ist das Effekt, dann noch schriftlich bekommen und auch noch erlebt, gibt wohl eine große Chance, dass das tatsächlich die Wahrheit ist. Dann brauche ich das nur auszuprobieren und mich dieser Wahrheit einzufügen. Und dann werde ich großartiges erleben, wie die sich dieser Gott immer mehr einem annaht und immer mehr Möglichkeiten bestehen, das Lebewesen Liebe selbst kennenzulernen. Das ist ja ganz wichtig, das wohnt in mir, das lebendig, das kommuniziert, das hat mit Gedanken zu tun, die auch meinen Verstand erreichen. Ist ja wohl klar, dass ich das kennenlernen will und nicht einfach nur, irgendwann muss auch mal eine Bremse gezogen werden. Wir haben alles, wir haben Waffenproduzenten unsere Autoproduktion in die Hand gegeben und so. Und alle solche Sachen und so Maschinen, das ist doch alles wirklich jetzt einfach mal eine Bremse reißen, weil dieses eine könnte eventuell, wenn es die Wahrheit ist und dieser Gott groß und allmächtig ist und hier bestimmen kann, könnte die Lösung des einen Problems, wer ist denn dieser Gott, von dem die Menschheit nicht ablässt und so unterschiedliche Meinungen hat, diese Lösung, wer dieser Gott ist, durch Kennenlernen live des Gottes, diese Lösung könnte eventuell die Lösung für alle Problemchen sein. Deshalb lohnt es sich, den Gaul halt so aufzuzäumen, weil lösen wir die eine Frage, lösen wir vielleicht dadurch alle Fragen. Das wäre mal eine Zuversicht und eine Aussicht, also das wäre doch mal richtig prächtig. Ach so. Ja, das ist auch das, warum das mit dem christlichen Glauben so komisch rüberkommt, weil ja in ihrem Buch steht ja drin, im Johannesevangelium, und Jesus sagt, und ich gebe euch den Heiligen Geist der Wahrheit, der euer Tröster ist und der euch in alle Wahrheit einführen will. So. Und es war vorher immer gesagt, bittet, so wird euch gegeben, wegen freier Wille, Vati möchte uns das geben, was wir auch wirklich haben wollen. Deshalb möchte Vati auch, dass wir verstehen, was wir brauchen, damit wir um das bieten können, was wir brauchen, damit Vati uns das geben kann und wir dann möglichst schnell in die vollkommene Liebe reifen, damit wir endlich ein Leben haben, weil das ist ja kein Leben, was die Menschen hier leben. Das könnte Mensch eigentlich mehr mit Tod beziffern, was hier so gelebt wird. Also Unwahrheit wird hochgepriesen, es wird viel gestohlen, es ist viel gewalttätig, starke Verrohung durch die viele Armee und die vielen Zwistigkeiten und so weiter und so fort. Ach ja, ein Volk ohne Propheten verroht, steht schon im Alten Testament drin und das Christentum hat es tatsächlich geschafft, die Passagen in der Bibel drin zu lassen, wo ganz intensiv darauf hingewiesen wird, ein jeder Gläubige möge doch bitte sich dem ewigen Lehrer ergeben und es lernen mögen, durch den ewigen Lehrer, wie das funktioniert, prophetisches Wort zu empfangen und weiterzugeben. Und ein Volk ohne Propheten verroht. Ja genau, die Christen machen ganz viel Werbung dafür, dass es keine Propheten soweit gibt und auch nicht Not tut. Ach ja, und deshalb ist genau die Auswirkung da, die schon im Alten Testament steht, ein Volk ohne Propheten verroht. Und völlig verroht, also völlig gewalttätig ist das Volk ja schon. So viele Kinder und Frauen, wie hier geschlagen werden, so viel wie ihm geschrien wird nach Todesstrafe, so viel wie Bundeswehr hochgehalten wird, so viel wie sie alle vor der Xbox sitzen und sonst was für Spielegeräten und schießen und zerbomben und töten den ganzen Tag und schlachten ab und prügeln sich und kämpfen den ganzen Tag. Virtuell. Aber es geht ja auch in ihrem Verstand ab. Und da füllt sich ihr Herz mit. Deshalb können diese Menschen mit mir schon gar nichts mehr anfangen, weil ich überhaupt gar nicht sowas spiele und deshalb diese Gedanken überhaupt gar nicht in mir drin habe, von Kämpfen, Erobern, Lebensraum erweitern. Oh.
alles entfernen, was hier nicht reinpasst, damit mein Tolles und so wie ich hier ganz in Ruhe und oh, ganz ekelhaft, diese ganzen Denkweisen, ganz schrecklich, schrecklich. Und dann möchte uns halt dieser Gott vor bewahren, dass wir so schreckliche Gedanken haben. Das kann er auch ganz wunderbar, wenn wir uns darauf einlassen, wissen zu wollen, wie er ist, wer er ist und wie das funktioniert, dass wir intensiven, lebendigen Gesprächskontakt haben, sodass wir auch die Möglichkeit haben, kleiner Mensch und großer Gott können sich unterhalten und kleiner Mensch versteht das auch. Weil es ja versprochen ist, ich sende euch den Heiligen Geist der Wahrheit, der euch in alle Wahrheit einführet. Ach ja, Jesus sagte noch, die Worte, die ich zu euch rede, diesen Geist. Und er sagte noch, Gott ist die Liebe und er sagte noch, Gott ist Geist. Ach ja. Ich glaube nicht, dass es hier um sehr viele verschiedene Wesen geht und um einen Geist, der so heilig ist, dass er die Wahrheit bringen darf, sondern das ist, glaube ich, alles derselbe Geist. Nur halt als alles und auch als einer von uns, damit wir eine Person vor uns haben, wenn wir mit unserem Vater reden, also ist er in Jesus Christus. Das ist die Person. Die Person König Vati. Ist cool, wenn der Vati König ist, ist das coolste Leben. Wir sind alle Brüder und Schwestern, haben einen Vati im Himmel. Halleluja, wie schön ist denn das? Und es ist die Wahrheit und die Liebe. Halleluja, wie schön ist denn das? Und das ist die stärkste Kraft. Ansonsten würde sich ja getraut, hier mehr drüber zu sprechen, aber das ist ja vollkommen verboten. Die einzigen, die dürfen irgendwie so, sind die, die die Liebe damit in Verbindung bringen, dass es angeblich einen Platz gibt, geschaffen von der Liebe, wo alle Menschen, die nicht in die Liebe finden und ihre Bösartigkeit nicht überwinden können, für alle Ewigkeiten reinkommen und bestraft werden. Ja, solche dürfen hier sprechen, weil Lügen sind schon immer sehr beliebt und Irrtümer irgendwie sind genau das, was gefordert ist, ist aber sehr langweilig, weil hätte mit Liebe nichts zu tun. Wäre so eine esoterische Ansicht, dass Liebe auch was mit Hass und Wut und so weiter zu tun hat. Die Wahrheit ist aber, Hass und Wut ist der Zustand Abwesenheit der Liebe. Angst ist der Zustand Abwesenheit der Liebe. Schmerz ist der Zustand Abwesenheit der Liebe. So, Liebe ist nicht da, dann ist das da. Also Schmerz, Angst, Hass, Wut, Irrtum, Verzweiflung, Lüge. Das ist alles da, wenn die Liebe nicht da ist. In der Liebe selbst ist überhaupt gar keine Angst zu finden. Da ist kein Leid zu finden. Da ist nichts, was irgendwie kein Irrtum, keine Unwahrheit. Es ist nur reinstes Licht, bestehend aus reinster Liebe, allmächtig erschaffend und reinster Wahrheit. Lebenserhaltend, bejahend. Das ist praktisch gesehen dieser Gott. Und er ist wirklich echt angenehm. Und mit Religion möchte der auch nicht so viel zu tun haben. Er möchte gerne, dass die Religiösen lieber mit ihm zu tun haben wollen, anstatt nur ihrem Religionshobby nachzugehen, welches sie ganz toll finden anscheinend. Gibt es ja sogar richtig, die haben Vereinstrachten und so weiter. Die Katholiken sind dann noch die Schlimmsten, die irgendwie so mit ihren, was heißt die Schlimmsten, das gibt es halt weltweit überall. Ich habe auch schon so griechisch-orthodoxe, sonst irgendwas, russische, sonst wie gesehen, was die für Kasper-Uniformen anhaben, ist wirklich, also ehrlich, also Halleluja. Ich weiß nicht, ob ich den Mumm hätte, irgendwie so ernsthaft meinem Gott gegenüberzutreten, wenn ich mir solche Lumpen zurechtgeschneidert hätte und aussehe irgendwie so wie so ein, ich kann das gar nicht beschreiben, so abgrundtief lächerlich und völlig abstoßend. Aber es ist halt dieses ganze Religionspups, wenn sie nicht einsehen, dass ihr Gott die Wahrheit und die Liebe ist und die Liebe ganz bestimmt nicht straft, sondern alles vergibt und alles erträgt und alles übersteht, so wie es auch beschrieben steht.
Aber für manche ist das zu viel, weil ja, da fehlt dann im Normalfall die uneigennützige Nächstenliebetat. Viele, die fallen darauf rein, die arbeiten dann irgendwo als Sozialarbeiter oder sowas und dann sagen sie, ja, ich mache beruflich meine Nächstenliebetat. Da bekommen sie auch ihren beruflichen Lohn für, ja. Da bekommen sie auch ihre, was weiß ich, 2000, 3000, ich kenne mich da nicht aus mit den Löhnen, wie viel Geld es gibt. Und dann haben sie ihren Lohn. Fertig. Weil für Jesus haben sie das ja nicht getan, sonst hätten sie ja auf den weltlichen Lohn verzichtet. Und hätten gesagt, wir machen das nach Jesu Maßstäben und nicht nach Diakonie-Handbuch-Maßstäben. Das sind ja ganz verschiedene Sachen, obwohl die Diakonie ja praktisch auch eine Firma ist, die aus der Kirche entwachsen ist, was ja schon wieder sehr erschreckend ist, wenn man sieht irgendwie so, was für finanzielle Ausbeutungsungeheuer entstehen aus einem Kirchenkonstrukt und so weiter und so fort, wenn die alle immer nicht so richtig lesen können oder lesen können wollen oder irgendwie ja das Ganze halt ansehen wie so ein Schützenverein, Kegelclub, ja, super Beschäftigung, Torte essen, hübsche bunte Uniformen, wir haben dann eine eigene Konzertsaal mit einem echt grässlichen Orgelinstrument. Und damit ballern wir immer los. Weil unser Gott ist die Liebe, der mag keine schöne Musik, das mag er einfach nicht. Anscheinend. Und ich darf nicht solche Sachen sagen, ich wollte immer in der Wahrheit bleiben und es ist schrecklich, was in Kirchen und so weiter und Religionen halt irgendwie abgeht, welche eine Verhöhnung der Liebe selbst dort stattfindet. Und wenn tatsächlich mal jemand aufsteht und möchte gerne den Glauben leben, so wie es im Anleitungsbuch beschrieben steht, so wie der Gott das gerne hätte, dann wird er halt erst isoliert und später dann oder gleich entfernt. Machen sie mit allen so schon seit Jahren, weil es ist ein eingeschworener Club, die finden das klasse. Jeder, der da reintapst, sollte wirklich aufpassen und intensiv im Anleitungsbuch lesen. Und vergleichen mit dem, was die Geschwister sagen und tun. Und niemals großartig das lesen, was sie da selber gerade in ihrer Gemeinde hören, was die anderen sagen, weil Religion besteht daraus, dass aus Anleitungsbüchern ein Teil konsequent weggelassen wird. Steht da zwar, aber es wird nicht darüber gesprochen und es wird auch nicht vorgelesen, es wird nicht darauf verwiesen, nichts. Es wird einfach ignoriert. Und das ist im Normalfall der Teil, der sehr wichtig ist, um überhaupt mit diesem Gott in Kontakt zu kommen. Um überhaupt verstehen zu dürfen, was dieser Gott von einem will und wer dieser Gott überhaupt ist. Das wird im Normalfall in Religionen weggelassen. Ja, dadurch zeichnen sich Religionen aus, genau. Ja, dadurch zeichnen sich Religionen aus. Das ist sehr, sehr, sehr traurig. Doch ich habe es jetzt ein paar Jahre lang intensiv untersucht und auch mit vielen, vielen Anhängern von Religionen, auch verschiedenen Religionen gesprochen. Und ich habe noch gar keine Religion in irgendeiner Weise kennengelernt, wo Gott so freimütig und offen ist und erstmal auf einen zugeht und sagt, hier, pass auf, ich will dich kennenlernen, aber das läuft nur, wenn du mich kennenlernen möchtest und wenn du auch tatsächlich das Bedürfnis hast, alles zu verstehen und daran glauben könntest, ich wäre in der Lage, dich alles verstehen zu lassen. Du also Fragen hast, du mich fragst und ich gebe dir Antwort, so wie es ja auch in der Bibel steht. Ja, ich habe keine einzige Religion gefunden, die das in irgendeiner Weise verspricht, bis auf die angeblich christliche. Auch angeblich christliche, weil Jesus das Wort Christen niemals benutzt hat. Das ist eine rein menschliche Erfindung und dann auch von Menschen, die nicht geglaubt haben. Soweit ich weiß, irgendwie so waren das irgendwelche Griechen, die dann zu den Aposteln später gesagt haben, ach, ihr folgt dem Christus nach, dann seid ihr ja Christen. Oh ja, super, wir sind Christen. Wenn ich das jetzt recht auf dem Schirm habe, bitte ich auch um Richtigstellung, wenn das nicht richtig sein sollte, wenn ich das Recht auf dem Schirm habe, dann ist das, glaube ich, so gewesen, dass der Begriff Christen halt von nicht glaubenden Menschen erfunden wurde. Und nach dem christlichen Glauben her ist Jesus also der Feind allen Lebens, der Heide,
Der mit die zwei Hörner, genau, richtig, der hat dann diese Gedanken also gegeben. Und die Christen haben es angenommen und merken es anscheinend gar nicht, was sie da angenommen haben. Und so kürzen sie halt ihre Anleitung ein wenig zusammen, so dass solche Sachen wie, ich möchte meinen Gott wirklich kennenlernen und mit ihm sprechen und so weiter. Und deshalb der Aufforderung der Bibel nachkommen, ein Prophet zu werden, also ein Mensch, der immer mit Gott sprechen kann, Nachrichten von Gott für andere empfängt und weitergibt. Ist die klare Aufruf in der Bibel, dass das stattfinden soll. Alle Gläubigen sollen das tun. Wird von den Christen im Normalfall einfach totgeschwiegen. Das Lustigste ist auch, also nicht lustig, sondern also das Heftigste ist es, ich spreche es dann, also das habe ich jetzt mit vielen, gerade in letzter Zeit wieder, nochmal so einen Versuch gestartet. Ich spreche sie direkt drauf an. Was ist denn los? 1. Korinther, Ende 12 und Anfang 14 steht es doch klipp und klar, dass sich alle Gläubigen eben Prophetie üben sollen. Ja, ich bin Christ, meine Haare sind rot und ich trage wirklich gerne grüne Pullover. Das ist dann so die durchschnittliche Antwort. Also nicht einer ist ja so direkt drauf eingegangen. Ah ja, ich soll ja das tun, irgendwie so, was der Herr von mir möchte. Oh, der Herr möchte von mir, dass ich mich in Prophetie übe, habe ich jetzt noch gar nicht bemerkt. Oh, und da steht ja auch noch klipp und klar. Und ah, jetzt ist das einfach in Verbindung zu bringen, vorher in den Evangelien. Jesus sagte dann öfter, ihr müsst meine Stimme hören. Die meine Stimme hören, sind meine Schwestern und Brüder und Mütter. Ach so, meine Schafe hören meine Stimme. Ah ja, alles klar, dann kann ich das auch verstehen, weil ein Prophet ja die göttliche Stimme in sich hört und Gott einem von innen her praktisch diktiert, was er so aufschreibt für die anderen alle. Ja, genau. Also nichts anderes wie sprechen mit Gott den ganzen Tag, betet an alle Zeit, lobt und danket alle Zeit. Ja, ist auch das Gleiche wieder, nur halt zielgerichtet, weil geben ist seliger denn nehmen. Also empfange ich doch von Gott lieber die Worte, die für alle anderen auch sind, weil das sind auch gleichzeitig immer die für mich. Die passen auch immer sehr schön, das ist sehr schön. Vielen Dank, Jesus, dafür. Das ist ganz herrlich gelöst. Aber der Grundgedanke ist, ja, ich möchte das Wort für die vielen, die Vati noch nicht verstehen, möchte ich es aufnehmen. Ja, das ist sehr schön. Und das funktioniert bestens. Aber das wird halt einfach totgeschwiegen. Nö, über sowas reden wir nicht, sowas machen wir nicht. Und da denke ich mir, ja. Ach, ich habe den falschen Eingang genommen. Ach, ich gehöre hier gar nicht hin. Achso, ich gehöre zu Jesus. Der wollte ja auch wahre Anbeter, Apostel, Propheten, Nachfolger. Genau das wollte Jesus. Davon hat er gesprochen. Diese vier Bezeichnungen. Ja, Jünger. Fünfte Bezeichnung. Ganz nennt sich dann noch Jünger, der sich bereitstellt, irgendwie so eine Ausbildung zum Apostel zu durchleben. Und als einzigen Lehrer, als einzigen ewigen Lehrer Jesus Christus in sich zu haben, der sich durch sein heiliges, lebendiges Liebewort in meinen Verstand mitteilt, so dass ich verstehen kann, was Jesus von mir möchte. Und ich das tun darf und ihn davon noch mehr lieben darf, weil alles ganz wunderbare Wege sind, wo Jesus mich draufschickt. Halleluja. Und das ist in der Geschichte des Alten Testamentes ja auch schon zu ersehen. Mose kam mit den Geboten vom Berg runter, hat sie allen vorgelesen und Gott wollte dann zu allen Tausenden von Juden sprechen. Oder Israeliten oder wie sie sich auch immer schimpften, ist ja egal. Das auserwählte Volk. Und Menschen, wir sagen Menschen, zu Tausenden von Menschen gleichzeitig sprechen. Nicht, dass hier noch irgendwie und dann und der wertet ab. Nee, ich habe schon immer so eine Ausdrucksweise auch gehabt und das stimmt. Halt noch tief in mir drin, das ist auch nicht ganz so wild, das ist auch nicht wertend gemeint. Zu Tausenden von Menschen wollte dieser Gott gleichzeitig sprechen, weil sie gerade sowieso alle auf Gottes Gedanken waren, weil sie ja gerade im Kopf hatten die Gebote, die Jesus, die Moses empfangen hatte auf dem Berg, reinstes Gotteswort und diese Gedanken waren in den Köpfen der Menschen. So konnte Vati sich da ganz wunderbar einschalten. Gleich und gleich gesellt sich nämlich sehr gerne, wenn es um Gottes Wort geht.
fehlt nur der richtige Glaube dazu bei vielen, dass das nicht stattfindet. Liebe ist Liebe. Erträgt alles, vergibt alles. Und ja, das heilige Volk hat gesagt, nein, wir wollen mit dir nicht sprechen. Das Mose darf man machen. Wir machen da, was Mose will. Aber ganz ehrlich, das wollten sie auch von Anfang an nicht. Sonst hätten sie ja zugelassen, dass Vati mit ihnen spricht. Aber sie dachten sich in ihrer List irgendwie so und ihrer Hintertücke und ihrer Bauernschleue, dachten sie sich, es ist einfacher, damit Menschen fertig zu werden und dem unsere Lebensweise aufzukleistern, als dass der mir Gottes Lebensweise aufkleistert. Und fertig. Genauso haben sie es getan und die Nachfolgeorganisation von diesen sind halt die Christen, die tun es wiederum genau so. Ja. Und ist nicht richtig schön, aber die Menschen, die da drauf hängen bleiben, sind im Normalfall auch nur die, die nicht gewillt sind, entweder zu vergeben, von den Lügen loszulassen oder uneigennützige, bedingungslose Nächstenliebe tat im Vertrauen darauf, dass Vati einen alles gibt zum Leben, was man braucht. Eins dieser drei Sachen ist immer, was nicht funktioniert bei den Menschen, die auch nicht recht in den Glauben kommen. Aber ich muss mich da schon zu entscheiden und wenn ich nicht glauben kann, dann kann ich diesen Vati im Herzen bitten, dass er mir hilft, dass ich das glauben kann, weil ich das glauben will. Das ist das, was fehlt, die Einwilligung zu sagen, ja, ich will das, ah ja super, dann kann ich dir geben, bitteschön. Weil ich will das, weil Wille ist frei. Und so ist das mit allen Informationen und wenn ich dran glaube, dass wenn ich Nächstenliebe tätig werde, ich in der Lage bin, auch von der Liebe selbst klipp und klar die Gedanken zu empfangen und zu verstehen, auf meine Fragen hin, Antworten erscheinen in meinem Verstand, Verständnis, verstehen, endlich verstehen. Das befreit so sehr und das tröstet so sehr, zu sehen, wie viele Lügen hier und zu sehen, ach so, das macht einen ja so kirre, weil es ist echt fast alles gelogen. Schön, es ist wirklich erleichternd, das zu erkennen und die Wahrheit immer mehr erkennen zu dürfen und zu sehen, ah ja, ich bin doch kein Unfall der Natur, sondern alles hat eine tiefe, tiefe, liebevolle Logik in sich, der ganze Aufbau des Lebens. Und es gibt definitiv Hoffnung und definitiv Zuversicht und es gibt definitiv Wege, dass die Liebe in mir immer stärker wird und ich dadurch immer stärker und wissender werde, Halleluja, wie einfach schön. Dabei bin ich dann auch immer beschützt und versorgt, weil ich ja weiß, dass meine Mitmenschen oftmals nicht viel mit anderen zu tun haben wollen, die mehr wissen oder sonst was in der Richtung. Nö, entweder bist du so low power wie ich oder weg mit dir. Das sind halt auch sehr viele leider und ist aber nicht so schlimm, weil der Tröster ist in uns, Halleluja, und wir sind ja nicht darauf angewiesen, auf irgendwas von außen. So weit wird die Erkenntnis vordringen und so weit wird vor allem auch die Erfahrung uns das zeigen, weil Vati zeigt uns in den ersten Monaten immer alles, was möglich ist. Und dann müssen wir erstmal eine Zeit lang an uns die Feinarbeiten machen, dass unsere Geduld richtig läuft, dass das wirklich mit dem Vergeben richtig läuft und dass wir wirklich nur noch positive Gedanken unseren Geschwistern gegenüber versuchen aufzubringen und jeden negativen Gedanken sofort der Liebe selbst Jesus in uns vorzubringen und darum zu bitten, dass er uns das vergibt, uns das sagen, doch bitte, bitte, bitte dafür sorgt, dass ich in Zukunft mehr positive, liebevolle Gedanken für die Menschen und sonst was habe. Danke. Und das funktioniert alles bestens, wenn ein Mensch das will. Nur Materialismus, Gier, Eigennutz, Egoismus, reich sein wollen, also und so weiter und so fort, passt da nicht rein in uneigennützig, bedingungslos, Nächstenliebe tätig, weil das bedeutet, jedem zu helfen, auch nun stinkenden, schmutzigen Junkie, der mit kaputten, alternden Füßen irgendwo rumliegt, wenn der Hilfe braucht, dann nehme ich den mit nach Hause und pflege ihn erstmal gesund.
So will Jesus das tun, ich will Jesus nachfolgen. Ja, so weit geht das. Das ist bedingungslose, uneigennützige Nächstenliebe. Weil es gibt niemanden irgendwie so, der mir die ganzen Unkosten bezahlt, niemanden, der mir die Zeit dafür bezahlt, niemanden. Nichts, ich muss das noch aus eigener Tasche bezahlen im Normalfall, dass ich mit Essen oder Medikamenten oder irgendwas versorge. Aber ich kann auch versichern, wenn der Glaube richtig stark ist, dann sind auch keine Medikamente und so weiter mehr vonnöten. Und Essen wird dann auch wirklich etwas Luxusmäßiges, was Mensch überhaupt gar nicht braucht, so richtig. Weil sie sagte Jesus so schön, ich lebe von einer Nahrung, die ihr nicht kennt. Ich lebe von einem jeden Wort, welches aus meines Vaters Mund kommt. Also aus Gottes Mund, aus dem Mund der Liebe, jedes einzelne liebe Wort aus dem Licht, welches ich glaube und auch tue, dieses ist meine Nahrung. Und je mehr ich davon mich genährt habe, und je regelmäßiger und mehr ich davon mich genährt habe, je weniger benötige ich materielle Speise, dann sogar Speise und Getränk. Und wenn es wirklich Not tut, dann ist es sogar möglich, auf die Atemluft von außen zu verzichten und von innen heraus von Gott selbst beatmet zu werden, aus dem Herzen heraus. Hört sich für viele sehr utopisch an. Macht nichts. Es ist ein allmächtiger Gott. Allmächtig. Er ist zu allem in der Lage. Und den Menschen steht auch geschrieben, den Menschen scheint es unmöglich, doch bei Gott geht alles. Und Jesus hat dann nochmal extra darauf hingewiesen in einem Gespräch, also wenn ihr schon nicht glaubt, was ich über das Irdische sage, also über das, was hier so auf der Erde mit euch Menschen abgeht, irgendwie wozu ihr in der Lage seid, wozu ihr nicht in der Lage seid, wie alles funktioniert, wenn ihr das nicht glaubt, wie wollt ihr dann das Himmlische glauben? Wie wollt ihr also glauben, wer Gott ist, was Gott ist und so weiter und so fort? Und genauso ist es auch, das sehe ich auch ganz viel, weil ein Leitsatz des Evangeliums ist ja, wie ich anderen zumesse, so wird mir zugemessen. Also was ich gewillt bin zu geben oder was ich gebe, das wird auch mir gegeben. Und es ist dann egal, ob das Gefühle, Gedanken oder materielles Gut ist oder so, das ist vollkommen gleichgültig. Kommt alles auf mich zurück. Ich gebe also 5 Minuten Hass auf jemanden und wenn es nur gedanklich war und ganz leise, 5 Minuten Hassgedanken und bekomme dann was weiß ich. Vati ist immer großzügig und gibt mehr von dem, als was man gegeben hat, bekomme dann erstmal 10 Minuten Hass irgendwann zurück. Nur weil ich diesen Hass 5 Minuten lang vorher gegeben habe, weil so wie ich anderen zumesse, so wird mir zugemessen. Ich vergebe irgendwem nicht, also wird mir nicht vergeben. Ja, Vater unser. Und vergib uns unsere Schuld, so wie wir vergeben unseren Schuldigern. Normalerweise, so wie wir anderen zumessen, so wird uns zugemessen. Das, was uns fehlt, ist Wahrheit und Liebe. Also sollten wir nur Wahrheit und Liebe geben. Wenn wir nicht Wahrheit und Liebe, sondern was anderes gegeben haben, dann machen wir uns praktisch gesehen schuldig. Und zwar die Schuld liegt dann praktisch so, dass Vati uns Liebe geben wollte, kann er aber nicht, weil wir ja keine Liebe gegeben haben. So, und dann ist er uns schuldig, diese Liebe zu geben, kann er aber laut Gesetz von Ordnung nicht. Und laut Gesetz von Ordnung wird immer Liebe gegeben und wer das nicht tut, muss die Einsicht haben, dass er falsch gehandelt hat und darum bitten, dass das dann vergeben wird. Also dass trotzdem diese Liebezuteilung kommt, dass Mensch wieder mehr Liebe in sich drin hat und wieder besser versteht, wie es funktioniert und mehr die Kraft hat, selbst liebevoll zu denken und zu handeln, bis er dann vollkommen in der Liebe ist. Denn wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm, weil Gott ist die Liebe. Wer also in der Liebe bleibt, der bleibt in der Liebe und die Liebe bleibt in ihm. Ganz einfache Logik. Wenn ich dann aus der Liebe wieder rausgehe und ergebe mich der Angst oder Wut oder Hass oder Gleichgültigkeit, ja, dann habe ich die Liebe wieder verlassen. Dann muss ich wieder was Liebevolles denken, tun, glauben, um überhaupt wieder Richtung Liebe zu kommen.
und dann auch mal um Vergebung bitten wollen, das ja unnatürlich ist. Das Natürliche ist ja der Zustand Liebe. So, und das mit dem um Vergebung bitten ist immer super, weil wenn wir Gleichgültiges gegeben haben, würden wir Gleichgültiges zurückbekommen. Wie doof, brauchen wir doch nicht. Wir brauchen nur, oh, ich habe Gleichgültiges gegeben. Oh, tut mir leid, Liebe, Liebe, ich wollte irgendwie, ich bin da irgendwo, weiß ich auch nicht, wie das geht. So, ich weiß, wie es gekommen ist, so und so ist es gekommen. Je nachdem, wie es die Wahrheit ist. Und vergib mir das bitte, dein Wille geschehe, Liebe, Liebe. Und er wird uns das vergeben und wir bekommen trotzdem die Liebe, als wenn wir eine Nächstenliebetat getan hätten, sodass wir immer wachsen und reifen. Immer mehr Liebe in uns reinbekommen, bis die Liebe irgendwann überwiegt in uns und dann auch relativ stabil in uns bleibt und nicht andauernd wieder an, aus, an, aus, an, aus, an, aus, sondern dass es dann auch mal längere Anphasen gibt und die Ausphase dann nur noch als kurzfristiges dunkles Tal, welches kurzfristig im Glauben und Gebet durchschritten wird, um dann wieder längere Anphasen zu erleben. Halleluja, wie schön. Mit inklusive auch allem, was im Neuen Testament in den Evangelien drinsteht, was Apostel so getan haben. Also so Hand auflegen und Menschen werden gesund oder Tote stehen wieder auf oder ein paar Körbe mit Brot schwuppdiwupp zu 1.000, 2.000 Leibern Brot werden lassen, indem die Hand im Gebet zu Vati aufgelegt wird. Und Vati macht einfach mal aus wenig viel, weil er ist allmächtig und kann das. Und er möchte es auch gerne allen zeigen, die dann auch wirklich von Herzen her glauben wollen, weil sie glauben, dass die Liebe eine Kraft ist, die viel mehr kann, als ihr hier auf der Erde zugestanden wird. Und das ist alles sehr einfach und sehr schön mit der Liebe. Aber wie gesagt, so wie wir anderen zumessen, so wird uns zugemessen werden, wird und so wird euch gegeben. Ganz wichtige, wichtige, wichtige Sachen. Macht euch keine Sorgen über das, was ihr essen wollt oder was ihr sonst so braucht an Kleidung, Schlafplatz, alles Mögliche. Macht euch keine Sorgen. Werft alle Sorgen auf den Vater. Also auf die Liebe in eurem Herzen. Weil der Vater ja die Liebe und die Wahrheit ist. Also das Licht ist der, die das alles. Ach, wie schön. Ja, wie gesagt, wissen wollen und ein bisschen Vertrauen und Glauben rein, dass auch Antwort kommen kann und in sich hineinlauschen und immer die Hoffnung haben, ja, bitte lieber, liebe Liebe in meinem Herzen, helf mir, gib mir die Antwort auf die Frage und nicht versäumen, halt im täglichen Leben die nächsten Liebe da zu tun und zu vergeben oder vergeben zu wollen und schon mal zu bitten, praktisch gesehen Hilfe dabei zu bekommen, vergeben zu dürfen. Ganz wichtig, vergeben zu dürfen für viele. Das ist halt ganz wichtig, das hängt halt intensiv zusammen und natürlich auch das Erkennen wollen der Unwahrheit, weil ansonsten kann ich ja nicht unterscheiden, sind das jetzt Worte von dem Gott, der die Wahrheit ist, oder sind das Worte der Unwahrheit? Also brauche ich die Fähigkeit, die Möglichkeit, unterscheiden zu dürfen. Von wem kommen die Worte denn jetzt? Kommen diese Worte von der Liebe? Oder kommen diese Worte aus der Lieblosigkeit? So. Das ist halt wichtig. Und dann habe ich alles. Wenn ich nicht glauben kann, dann bitte ich darum, dass ich doch mal glauben darf, dass ich Antwort bekomme, weil ich es wirklich wissen will. Aber halt nicht dieses Ehrlichsein. Wie gesagt, wenn ich die Unwahrheit erkennen will, dann will ich auch immer ehrlich sein, weil das ist auch ganz schön grässlich, in jedem dritten Satz zu hören, dass ich irgendwas Unwahres jetzt sage, weil ich jetzt auf einmal die Unwahrheit erkenne und das nicht zu verändern. Ganz schädlich geht auch nicht. Nee, ich muss schon in Wahrheit leben wollen und ich muss schon in Vergebung, in totaler Vergebung leben wollen und muss halt auch schon dran glauben, dass die Möglichkeit da ist, dass ich mit diesem Gott, der die Liebe und die Wahrheit ist, das Licht ist, der die das, der Gott, ja, der Vater, dass dieser Vater
Vater mit uns kommunizieren will. Und ich muss erstmal wissen wollen, wer ist dieser Vater. Erstmal kennenlernen wollen, das, was er in uns wohnt. Ganz wichtig. Und wissen wollen, warum. Wer bin ich denn? Warum bin ich denn hier? Wo geht's denn hin? Was habe ich denn hier zu tun? So, und wenn das geklärt ist, dann kann Mensch alles andere in seinem Leben klären. Halleluja. Wie wunderbar ist das. Danke, Jesus. Dein Wille geschehe. Amen.